Wertschätzung. Faire Preise. Bio. Grenzen. Sind Tierversuche wirklich notwendig? Landwirtschaft. Freiheit. Wir Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Winkelhof haben uns Gedanken über das Thema EU Your Vision gemacht. Es ist zwar seit 2004 innerhalb der EU verboten, Tierversuche durchzuführen, jedoch wird dieses Gesetz in vielen Ländern nicht eingehalten. In der EU werden jährlich rund 12 Millionen Ratten, Mäuse, Affen, Kaninchen, Katzen und auch Hunde für medizinische Zwecke missbraucht. Alle 3 Minuten stirbt ein Tier. Auch in Österreich gibt es Tierversuchslabore, wie zum Beispiel in Innsbruck. Das muss sich ändern. Die Wertschätzung der Landwirtschaft hat sich von früher auf heute extrem verändert. Produkte der Landwirtschaft sowie Milch und Fleisch haben sehr stark an Wert verloren. Seit dem Fall der Milchquote im April 2016 haben sehr viele Bauern auf noch mehr Milchkühe umgestellt. Viele Bauern sehen sich gezwungen zu wachsen, um mehr Milch zu produzieren, was sich stark auf den Milchpreis auswirkt. Der Milchpreis sinkt, die Kosten in der Landwirtschaft steigen. Bio, artgerechte Haltung und der Kauf von regionalen Produkten sollten zur Selbstverständlichkeit werden. Außerdem sollte der Bezug zu den Tieren wieder aufgebaut werden, was bei zu vielen Tieren nicht mehr möglich ist. Doch der Umgang mit den Tieren wäre doch so wichtig, so viele Unfälle, die passieren, weil die Tiere den Menschen nicht mehr gewöhnt sind. Wir fragen uns, hat das überhaupt einen Sinn? Wir wünschen uns von der EU stabile Milchpreise, weil es doch schlimm ist, dass 1 Liter Mineralwasser mehr wert ist als 1 Liter Milch. Keine Massentierhaltung. Die Tiere sollten doch artgerecht gehalten werden. Überproduktionen sollten gestoppt werden und es sollte wieder mehr vom heimischen Bauern gekauft werden. Kinder Kind sein lassen. Staaten kämpfen bis heute noch mit der Flüchtlingskrise und den illegalen Einwanderern. Natürlich gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten bei den Grenzen und den damit verbundenen Kontrollen. Das Problem sollte bei den Außengrenzen gelöst werden. Strengere Kontrollen würden den Ansturm auf unser Land bremsen. Wir wünschen uns, dass wir in unserem Land frei leben können und dass die Grenzen schärfer kontrolliert werden. Tiermissbrauch. Im Gesetz steht: Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die bauliche Ausstattung, das Klima, insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und die Ernährung tiergerecht ist. Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen, ihr Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird. Aber glauben Sie wirklich, dass die Länder der EU sich an dieses Gesetz halten? Die Hälfte der EU hält sich an dieses Gesetz. Doch in 13 anderen EU-Staaten dagegen wird diese Vorgabe nach dem Gesetz teilweise noch immer missachtet. Rund 46 Millionen Hühner sollen dort in Käfighaltung leben. Das ist eines von vielen Beispielen. Wo bleibt die Reaktion der EU? Es kann nicht so weitergehen.
in ist, wer drin ist! Start? Ja. Im Loch. Jetzt kommt die Zimmer. Die Schule Winkelhof hat uns Gedanken. Augenblick 1. Das ist voll schwer. Ja, so oder was? Ja, genau vor der Kamera, du Jährling. Ja, das ist ja das. Stirbt der Tier, der hat's nicht vollgas ins Loch. Ja. Ja. Ja.